Hey Leute, und kommt zurück zum NFL-Wochenende, Madden NFL 22. Diesmal im Franchise-Modus. Woche 3 gegen die New Orleans Saints, die am 26.09.2021 28 zu 13 gewonnen haben. Die Saints und die New England Patriots sind leider aus den Playoffs raus. Sie haben nämlich 47 zu 17 gegen die Buffalo Bills verloren am 16.01.2022. Und mal schauen, ob wir die New Orleans Saints besiegen können. Wie gesagt, in Real Life haben sie 28 zu 13 gewonnen, die Saints. Und ja. Wir haben unser letztes Spiel verloren gegen die New York Jets. Aber wiederum hatten wir das erste Spiel gewonnen, was wir gegen die Miami Dolphins bestritten hatten. Bevor wir hier aber loslegen, könnt ihr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken. Für günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich bekomme 3% eures Einkaufswerts gut geschrieben. Und wir legen jetzt los. It's New Orleans and New England, meeting for the 15th time in the last 49 years. The Patriots go for win number 11 in the series. Next on EA Sports. From the area known as Patriot Place, EA Sports set for football at Gillette Stadium in Foxborough. All the success in New England over the few decades, and this crowd has never been more enthusiastic. A moment ago, the Pats emerged from their locker room. They are with the New Orleans Saints. With Charles Davis, I'm Brandon Gaughton, and Charles, we look at this Patriots team entering play. The losers their last time out, so they'll look to make amends here. And one of the best ways you can do that is to be at home, and they are. They're going to try and ride that home crowd and that wave of emotion to a victory in this one. Meanwhile, for the visiting Saints, they come in at an early crossroads here, facing a tough opponent on the road where a loss would make them 0-3. And when you start that way, doubts and guys start to battle each other instead of worrying about winning games. So, dann wollen wir loslegen hier. Okay, unsere Offense kommt als erstes aufs Feld. Da rennen wir nicht. Und wir spielen zu Hause. Wir haben Heimvorteil. Unser Quarterback Cam Newton. 3 Touchdowns, 1 Interception, 399 Yards. Na dann, wollen wir mal loslegen hier. Wir hatten ein Passspiel gleich mal. Mal schauen, ob wir hier vorankommen oder nicht. So, erstmal gucken. Er hat sich schön freigerannt. Und ja, sehr schön. 2010. Null vorangekommen, egal. Wir haben noch ein paar Versuche. Nämlich mit einem Runplay hier zum Beispiel und holen ein neues First Down raus. Das ist sehr gut. Somit haben wir das wieder ausgemerzt. Das eine Passspiel, was wir da gerade nicht hinbekommen haben, was incomplete war. Ich glaube, wir werden hier gegen die New Orleans Saints auch viel rennen. Sony Michel. Da waren gerade ein paar, ja, Daten, was er denn so letzte Woche geschafft hat, im letzten Spiel gegen die New York Jets. So, der steht gut frei für uns. Oh, sehr schönes Big Play. Hat sich schön frei rennen können.
Und dann schwupps durch die Mitte durch. Und fertig war's. Jetzt sind wir schon in der Hälfte von den Saints angekommen. Da ist schön frei. Hat zumindest für 5 Yards gereicht. Okay, nur 4. Wir hätten es noch weiterbringen können. Aber nein. Das Spiel wollte nicht. Beziehungsweise 4 auch nicht, weil wir da in den einen reingerannt sind von uns. Und da wollte ich selber rennen und renne gegen unseren Mann. Oh Mann. Ein Jahr sind wir nur weitergekommen. Na gut, jetzt. Nicht, dass wir hier punten müssen. Jetzt muss er definitiv ankommen, der Ball. Oh, ich hätte schon gedacht, eine Interception kommt. Aber leider Gottes haben wir es nicht zum neuen First Down geschafft. Na, dann müssen wir leider das Field Goal machen. Hilft alles nichts. Aber Hauptsache, wir haben erstmal sichere 3 Punkte und gehen in Führung. So. Dann wollen wir mal versuchen, die Saints aufzuhalten. Aber wir gucken uns dann auch erstmal die Statistiken von deren Quarterback an. Oh, das war kein guter Kick. Das war überhaupt gar kein guter Kick. Oh, dann, da kommt er gut durch. Da kam er leider gut durch. Und da ist der Quarterback. Jamai Winston. James Winston. Ihr habt es nochmal gehört von den Kommentatoren. 3 Touchdowns, 5 Interceptions. Ich glaube, bei manchen lasse ich lieber die Kommentatoren die Namen aussprechen. Und jetzt müssen wir erstmal die Saints aufhalten. Okay, der Pass kam gut an. Aber da waren wir an Ort und Stelle, dass es nur für 2.4 gereicht hat. Für das erste Passspiel hier der Saints. Okay, Run Play. Wird hier nochmal gestoppt. 3. und 1. Nur noch 1 Yard. Dann haben sie ihr neues First Down. Und das wird ein Passspiel. Können wir irgendwie... Nein. Schade, wir konnten ihn nicht sacken. Aber die Zeit hätten wir gehabt, wenn er noch ein bisschen länger gewartet hätte. Na, da geht's. Es wird wieder ein Passspiel. Aber wir können ihn Gott sei Dank schnell stoppen. An der Line of Scrimmage sind sie wieder. Das ist sehr gut. Dass sie da keinen einzigen Yard gut machen konnten. Merke auch, wir kommen hier immer wunderbar durch. Und das hätte eine Interception werden können von unserer Seite aus. Aber... ein Incomplete Pass ist auch gut. Komm, noch einmal aufhalten. Ah! Aber Gott sei Dank, die CPU hat uns gerettet. Aber sie spielen es aus. Sie spielen den 4. Versuch aus. 4. und 2. Und rennen zum neuen First Down. Nicht so gut. Alter, wie der umgeschmissen wurde. So. Jetzt nehmen wir die rechte Seite hier. Und da kommen wir leider nicht durch. Da kommt keiner von uns durch. Und dafür haben sie jetzt ein neues First Down erzielen können. Weil wir nichts machen konnten. Oh, Run Play. Gott sei Dank, so schnell wie es ging, gestoppt. Nur 1 Yard. Das haben wir gebraucht. Aber sowas brauchen wir auch öfters. Dass die Saints hier nicht vorankommen. Und da ist die Interception, aber ich habe wieder Viereck gedrückt. Aber Gott sei Dank konnten wir den Drive stoppen.
Sehr gut. Wenigstens etwas. Und ich passe jetzt nicht, ich renne lieber. Somit haben wir einen weiteren Versuch, hier Punkte zu machen. Aber wir bleiben wieder hängen. Zumindest 7 Yards weiter gekommen. Wir hängen Run Play mal hinterher. Somit ist auch gleich schon das erste Quarter vorbei. Wenn der Spielzug zu Ende ist. Oh, da ist schön frei. Sehr gut. Das war schön. So, und jetzt ist erstmal das erste Viertel rum. Das erste Quarter. Rushing Yards sehen auch sehr gut aus von uns. Die Pass Yards noch nicht so. Aber das können wir ja ganz schnell ändern. Und das versuchen wir jetzt auch mal. Eine sichere Anspielstation. Aber leider keinen Yard gut machen können. Schade. Aber solange wir den Ball noch haben und neue First Downs kreieren können, ist alles gut. Außer wir werden gestoppt. Oh Gott. Jetzt müssen wir definitiv ein gutes Passspiel raushauen hier. Jetzt nutzen wir den X-Decker. Und schauen dann mal, wo hier denn welche frei sind. Sehr gut, hoffentlich reicht das. Nein, leider nicht. 4. und 3. Ja, dann wechseln wir mal aus. Und machen wir jetzt einen Fake Punt oder nicht? Riskieren wir es oder riskieren wir es nicht? Oder machen wir einfach einen Run? Ich glaube, wir machen einfach einen Run und versuchen unser Bestes. Auch wenn es noch viel zu früh sein könnte, aber da ist das neue First Down. Jawohl. Gerade so hinbekommen. Dann legen wir doch gleich nochmal einen Run hinterher. Wenn das hier gerade so gut klappt. Wenn das gerade hier so reibungslos über die Bühne geht. Ah, naja. Aber zumindest ein Yard. Das ist die Hauptsache. Dass wir ein Yard weitergekommen sind. So. Wo schmeißen wir denn als nächstes hin? Oh, Kreis ist schön frei. Und da kommt er auch gerade so an. Sehr schön. Sehr gut. Somit sind wir in der Hälfte von den Saints wieder angekommen. Soweit sind wir auch im letzten Drive gekommen. Oh, da war schön Platz für uns. Da konnten wir schön durch die Mitte durchschlüpfen. Okay, das ist jetzt eher ein kurzes Passspiel. Ah, hätte ich auch woanders hinschmeißen können. Aber ich hätte gedacht, das klappt. So. Und leider nicht. Na gut. Dann machen wir ein weiteres Field Goal. Na, kommen wir so weit hoch. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts. Oder gerade so, doch. Doch, der war gut. Die Anzeigen haben mich nur gerade irritiert. Okay. Somit haben wir 6 Punkte. Jetzt hätten wir einen Touchdown erzielt. Aber es waren 2 Field Goals. Und somit haben die Saints den Ball wieder. Wir machen mal den Mann, die Man-Verteidigung. Ein Passspiel, ein sehr flottes Passspiel. Die wollen jetzt nichts mehr anbrennen lassen, so wie es aussieht. Unser Momentum ist auch sehr gut.
Aber wenn wir so weitermachen, geht das Momentum wieder flöten für uns. Jetzt sind sie gleich in unserer Hälfte drinne. Run Play. Ah, da bin ich leider vorbeigerannt. Aber Gott sei Dank gibt es dann noch ein paar andere hier auf dem Feld. 2006. Bloß keine Lücke hier freimachen. Und ich glaube, der versucht er zu rennen selber, oder? Nee, macht ein langes Passspiel. Aber Gott sei Dank nicht angekommen. Dritter und sechs jetzt. Haben wir den Quarterback sehr unter Druck gesetzt von den Saints. Dass ihnen nichts anderes übrig mehr blieb. Okay, der Pass kam leider an. Und somit haben sie ein neues First Down und sind in unserer Hälfte drinne. Ich glaube, die Man-Verteidigung ist am besten, hoffe ich mal. Die wir hier gegen die Saints spielen können. Ah, wir kommen da leider nicht durch. Und es hätte eine Interception wieder werden können. Aber mir ist das so auch recht, dass sie keine Yards gut gemacht haben. Nein! Oh, Gott sei Dank. Nicht mehr im Feld gefangen, sondern im Aus. Jetzt müssen sie. Oh, der rennt selber. Nein, der rennt selber. Oh. Na, klasse. Und da kam niemand ran von uns. Konnten wir einfach nur zugucken gerade. Oh Mann, ey. Okay, der kam gut. Erster und Goal für die Saints. Aber es ist noch alles drin, ne? Gerade mal gleich die erste Hälfte vorbei. Das zweite Quarter vorbei. Und da kam das Sack. Sehr schön. Mindestens ein bisschen zurückgedrängt. Da kommt der erste Timeout von den Saints. Ja, ich habe keine aktiviert. Ich habe keine eingereicht. So, wir versuchen die Saints mal noch weiter zurückzudrängen. Sehr gut. Oder halt es incomplete zu halten. Okay, noch 57 Sekunden auf der Uhr. Jetzt machen sie ein Passspiel. Nein, kein Touchdown. Wieder ein Goal, wird bestimmt ausgespielt. Nee, doch nicht. Ich hätte schon gedacht, dass es ausgespielt wird. Aber jetzt in letzter Sekunde. Die warten darauf. Frag mich zwar, warum man bei einem Feed-Goal-Versuch eine Timeout nimmt, aber nun gut. Da kommen wir leider nicht durch. Somit 6 zu 3 steht es jetzt. Und wir sind jetzt am Ball wieder. Zwar nur für ein paar Sekunden, aber wir sind am Ball. Oh, und das war sehr gut von uns. Du hast gestoppt. So. Jetzt können wir unseren Timeout verbraten. Da kommen wir auch gut durch. Erstmal eine nehmen. Okay. Probieren wir das aus. Hat zwar sehr selten geklappt. Aber wir können es ja mal versuchen. Na, schade. Und somit ist die erste Hälfte vorbei.
So if you like field goals, this is your game. 6-3, three field goals at the break. As we'll get you down the coast to Orlando for Jonathan Coachman at REA Sports Halftime Report. Coach! Okay, Brandon, thanks very much. Time to give you folks at home a look around the NFL on this first official weekend of fall. So let's get to it. We'll start up at Highmark Stadium, just outside of Buffalo. And we see at the half, 14-10 is a score. Josh Allen has a touchdown pass. From there, we'll head to Pittsburgh to check on the Steelers at home at Heinz Field. And they've got the lead in their ball game over the visiting Cincinnati Bengals. The rookie from Alabama, Najee Harris, with a touchdown run. Finally, let's get to the country music capital of the world and see what's happening with the Titans at home in Nashville. And that game, level, as they take on the visiting Indianapolis Colts. On now to a look at the next-gen stats in that first half for the Saints. And they did not do much at all in terms of throwing the football in those first two quarters. That's going to need to improve if they want to erase this deficit. Meanwhile, for the Patriots, we check out their numbers on the ground as they'll try to keep the momentum going into the second half. Our two teams making their final preparations for the second half. And as they do, we send it back out to Foxborough, where we rejoin Brandon and Charles. Okay, Coach, thanks as always. So, dann wollen wir mal weitermachen hier. Die Offense kommt aufs Feld von den Saints. Oh, das war kein guter Kick. So, und Gott sei Dank können wir ihn noch stoppen. Okay. Noch gut in der Hälfte von den Saints sind sie selber drinne. Und das war ein Fake Run. Und da kommt er leider durch. Da kam er leider durch. Aber kein neues First Down. Zweiter und Inch nur. Okay, Run Play. Und da ist unsere Mitte frei gewesen. Gut, dann wechseln wir mal aus. Frag mich, warum da gerade unsere Mitte frei war. Und jetzt schon wieder. Aber diesmal wurde es besser gelöst. Diesmal musste er wenigstens ein bisschen Slalom laufen. Sonst wäre er null vorangekommen, denke ich mir mal. Ah, schade. Oh, und Fumble. Nimm ihn auf. Sehr gut. Sehr schön. Nice. Somit haben wir eine gute Field Position. Na, da kommt die Wiederholung. Können wir leider nicht mehr so richtig sehen jetzt. Aber das war sehr schön. Das war gut gemacht. So, was haben wir gebraucht? Und da ist links schön frei zum Rennen für ein neues First Down. Mesh Spot hat auch mal gut geklappt. Mit den Atlanta Falcons hat es gut geklappt. Und mit den Patriots klappt's auch. Neues First Down. Oh, Challenge Flag. Die Füße waren noch im Feld drinne. Also die Füße waren noch im Feld drinne, würde ich sagen. Und bleiben wir da vorne. After review of the play, ruling on the field stands. So the challenge there does not go
Jawohl, wir bleiben da vorne. Sehr gut. Sehr schön. Damit können wir auch hier in Ruhe rennen. Zum neuen First Down. Zumindest. Beziehungsweise erster und Goal ist es ja. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. So. Und da ist unser erster Touchdown, würde ich mal sagen. Nein, leider nicht. Aber fast. Fast wäre er da gewesen. Hätte er nur den Ball festgehalten. Aber da kommen wir gut durch. Ah, naja, doch nicht. Ich hätte schon gedacht. Ob das jetzt so schlau ist. Ja, ist es. Touchdown, Patriots. Sehr schön. Und somit rastet die Menge aus. Aber komplett. 13-3. 10 Punkte Führung. Hier zu Hause. Somit ein Two-Score-Game draus gemacht. Und zack. Der Kick war wieder so, naja. Aber weit in die Zone rein. Von den Saints habe ich zumindest hinbekommen. Zwar nicht ins Ausgekickt, aber weit in das Territorium der Saints getroffen. Aha. Und das war ein gutes Runplay von denen. Mal schauen, noch 3 Minuten im dritten Quarter. Noch 4 Minuten. Gleich sind es noch 3. Na, Fake Run. Aber incomplete. Sehr gut. Ich hätte schon gedacht, die kommen jetzt ein bisschen weiter. Aber jetzt habe ich es gesagt. Jetzt rennen sie und kommen noch weiter. 2007. Auch wenn es nur 3 Yards waren. Ja, ich sollte nicht so die rechte Ecke frei machen. Oh, sehr gut. Schöner Sack. Somit haben wir die Saints aufgehalten, dass sie punten müssen. Dann wollen wir mal schauen, wie weit der Kick reicht. Ah, nicht so weit. Und der Run war auch gut. Okay. Sind zwar noch nicht in der Hälfte von den Saints, aber Hauptsache etwas. Ah! Ich hätte gedacht, da ist wieder schön frei, aber leider nicht. Machen wir mal Drive. Probieren wir das einfach mal aus. So. Nein, da werden wir gesackt. Doch nicht. Aber wir haben gar keine Chance gehabt. Gar keine Chance haben wir gehabt. Jetzt können wir eigentlich den Drive aufgeben, den wir jetzt hier gerade haben. Weil das wird nichts. Fast wäre es was geworden. Okay. Bleibt weiterhin spannend. So. Na, der Kick war nicht so gut. Aber wir können ihn Gott sei Dank sofort stoppen. Das ist die Hauptsache. Wir machen wieder die Man-Aufstellung. So. Ich dachte, er wird wieder gerannt. Aber nein, da kam ein Pass. Der ankam leider. Der lange Pass kam an. Na komm. Schön gestoppt. Leider aber ein neues First Down.
aber weiter nix. Na komm. Nein. Kein neues First Down. Zumindest für den Moment nicht. 2002. Okay, Run Play. Oh, das war Klopp knapp, oder? Ne, erster und Goal. Ich hätte schon gedacht. Aber das dritte Quarter ist gleich vorbei. Oh, da kriegen sie es hin. Weil sie da außen hier rumrennen. Und das Momentum von uns ist sofort runtergegangen. Ein extra Punkt machen sie, okay. Ah, schade. Hätten wir aufhalten können. Dann wollen wir mal wieder unsere Offense aufs Feld schicken. Und ins letzte Quarter springen. Aber erstmal noch ein Spiel hier im dritten Quarter. Ein Versuch, so wie es aussieht. Ja, der letzte Quarter Drive. So. Oh, zweiter Inch. Schade. Okay, überspringen wir mal hier die Statistiken, sage ich jetzt mal. Und konzentrieren uns hier weiter aufs Spiel. Passen wir mal kurz. Und das konnte niemand sehen. Das konnte niemand voraussehen. Sehr gut. Okay, fast in der Hälfte der Saints. Der Pass müsste sehr gut ankommen. Jawohl, da wurden zwar unsere Füße gegriffen. Aber es kam alles an. 2004. Zumindest sind wir in der Hälfte drinne. Von den Saints. Ah, schade. 2004. Gibt es hier irgendwo ein Runplay oder sowas ähnliches? Nee, anscheinend nicht. Also müssen wir es mit dem Passspiel versuchen. Mal gucken, ob das jetzt gut geht oder nicht. Der steht frei, aber kommt da nicht rechtzeitig an. Schade. Wir müssen es ausprobieren. Wir müssen uns einfach ausprobieren. Wir müssen es ausspielen. Und das klappt gerade so. Sehr schön. Ist immer so knapp dazwischen. Zwischen dem Feld und außen. Der müsste sehr gut angekommen sein. Ja. Aha. Mal wieder ein Runplay raus. Solange wir noch den Ball haben und eine 3-Punkte-Führung, ist alles gut. Solange wir den Drive noch am Leben halten können. 2005 für uns jetzt. Wir müssen in diesem Drive unbedingt Punkte machen. Und da ist ein neues First Down für uns. Momentum ist auch wieder da. Vier Minuten 20 noch. Und jawohl. Okay, erst Timeout von den Saints. Bisschen zu früh, finde ich. Und da ist der Touchdown. Sehr schön. Den wir gebraucht haben. Von Sony Michel. Und 20 zu 10. Mit der 10 Punkte Führung. Gut, dann wechseln wir mal aus. So.
Ich glaube, das war kein so guter Kick. Okay, doch. Schön ins Aus. So. Am besten so gut wie es geht aufhalten, die Saints. Dass sie hier bloß nicht vorankommen. Jetzt ein bisschen auf Zeit spielen. Sehr gut. Dritter und zwei. Oder sie halt stoppen in ihren nächsten Drive, den sie jetzt gerade haben. Run Play. Ah, da ist leider schön frei gewesen in der Mitte. Schade. Mal schauen, was sie jetzt nächstes machen. Schon wieder ein Passspiel. Aber da können wir leider nicht durch. Da muss er ernst aus. Um die Zeit anzuhalten, macht er das. Ah, okay, wen habe ich? Den habe ich. So, dann eins. Das haben wir gebraucht. Dass die bloß kein neues First Down hier erreichen. Aber jetzt bekommen sie ein neues First Down, oder? Sehr langer Pass. Ah! Oh, Gott sei Dank, incomplete. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber das ist ein neues First Down. Dann wäre es ein Touchdown gewesen für die Saints. Two-minute warning. Noch zwei Timeouts haben die Saints. Wir haben noch alle drei. Und da kommen wir leider nicht durch. Boah. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Okay. Jetzt fängt es wieder sehr, sehr schnell an. Passspiel. Zweiter und Goal. Je länger er überlegen muss, wo er hinpasst, desto besser. Oh, rennt selber. Er hätte vielleicht einen Touchdown erreichen können. Der von den Saints gerade. Aber nur vielleicht. Da ist er, der Touchdown für die Saints. Okay, sie machen einen extra Punkt nur. Also ich wäre schon auf zwei Punkte gegangen. Bin ich ganz ehrlich. Da freuen sie sich, dass sie auf drei Punkte reduzieren konnten. Aber wir haben jetzt den Ball und wir haben immer noch die Führung. Okay, das habe ich jetzt komplett vergessen, dass es das noch gibt. Aber jetzt ist es vorbei. Zumindest hoffe ich das. Jetzt kommt noch die Timeout-Schlacht. Das machen sie ja immer. So. Timeout von den Saints. Weiter das Runplay versuchen. 3 Yards konnten wir überbrücken. Da schön frei für ein neues First Down. Dritte Timeout von den Saints. Gut, dann knien wir mal nieder. So, zack. Dass die Zeit wieder läuft. Spielen wir mal noch ein bisschen. So. Dritter und neun. Okay.
Jetzt warten wir nur noch. Und somit haben wir gegen die New Orleans Saints gewonnen. 3, 2, 1 und vorbei. Mit 3 Punkte Führung. Victory for the New England Patriots. And it wasn't really always pretty. They had their bumps and bruises. Really both sides did. But they did what they needed to do at home to get the win. Yeah, they really had to grind this one out, didn't they? Because nothing came easy. Every snap was a major league brawl. They had to win at the line of scrimmage, win downfield. They got all those things accomplished. But to win a close one like this, you know, every team wants to be physical. We've heard that a million times. Those who are mentally tough, those are the teams that you have to deal with in the playoffs. This was that type of a game. So for the Patriots, they get back in the win column as they move to 2-1 now on the year. And they'll get to stay home again next week as the Tampa Bay Buccaneers come to town. Meanwhile, for New Orleans, the early struggles continue as they'll sink to 0-3. And they will be at home next week to take on the New York Giants. Oh ja, das Spiel war wirklich nicht einfach. Das muss ich sagen. Das war nicht einfach, das Match gegen die New Orleans Saints. Und das nächste Match wird auch nicht so leicht für uns. Nämlich gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wir spielen zwar zu Hause, aber das könnte auch ein sehr schwieriges Match sein. Genauso wie gegen die New Orleans Saints gerade. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Wenn euch dieser hier gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!